Hallo, liebe Leute. Willkommen in einem weiteren Part von Digimon World. In diesem Part weiß ich gar nicht, was ich machen wollte. Doch, ich weiß das wieder, was ich machen wollte. Ich wollte das bestimmt das machen, aber ich weiß nicht, ob ich das finde so jetzt. Lass mich mal überlegen. Wie alt denn Dry Spray? Und jetzt muss ich überlegen. Ich wollte dahin. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich glaube sogar, wenn ich da reinkomme. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich speichere einfach mal ganz kurz ab. Und gucke ich Zahnarztsteppe. Nein. Plateauschlucht? Nein. Dann müssen wir doch Frostland gehen. Danke, Dry Spray. 24, damit hast du mich auch beleidigt. Nur mal so, falls du. Falls du es nicht wolltest, hast du. Falls du es nicht getan hast, falls du es nicht wolltest, falls du es wolltest, hast du. Falls du es nicht getan tun wolltest, hast du trotzdem. Was trotzdem. Aber das ist gar kein Problem. Was habe ich jetzt gefunden? Warum sind die Digimon im Gebirge eigentlich alle blau und blau? Naja, weil es da kalt ist, Finn. Ach so, natürlich. Die haben alle dann gefrorenes Blut und so, ne? Richtig. Lass mich kurz überlegen. Ach, man! Ich glaube, ich bin ja verkehrt gegangen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Yeah! Nur am Saufen. Wer ist nur am Saufen? Also ich bin nicht am Saufen. Ich trinke keinen Alkohol. Ich auch nicht. Ich schlaufe nur Saft. Richtig. Ja, hier wollte ich nämlich nicht hin. I love your trail. Nein, ich wollte dich nicht beleidigen. Nein, weiß ich doch, weiß ich doch. Will auch niemals. Wir haben übrigens einen Donation-Button, ne? Will ich niemals negativ aufnehmen, es sei denn, du donatest nicht. Ich hoffe, du weißt, dass es ein Spaß war. Aber 24, du bist sogar 5 Jahre älter als ich. Alte Socke. Oh, nee. Okay, jetzt müssen wir gegen kämpfen, aber ist kein Problem. Man! Ich weiß das echt nicht mehr, wo das war. Haben wir da gerade echt 500 gezogen? 440 machen wir. Wow, wir machen richtig viel Schaden. Geil. Aber wie gesagt, ich glaube, das hier ist gar nicht so sinnvoll, dass wir hier sind. Sehr gut, du hast Hunger. Dann gebe ich dir ein Stück Fleisch. Du bist satt. Dein Ernst? Du musst mehr essen. Du wiegst 14, mein Freund. Ist gar nicht gesund, was wir hier machen. Weißt du das eigentlich? Diese Diät hier, ne? Das funktioniert einfach nicht mit uns. Ja gut, ich würde sagen, wir sind einfach verkehrt gelaufen. Wir sind von Frosttal ganz hierher wieder zugelatscht. Kann man machen. Sollte man aber nicht tun. Wir machen das einfach anders. Wir gehen da ganz, ganz, ganz geschillt hin. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja ein OP-Digimon hier neben uns, bei uns, an unserer Seite. Da kann uns gar nichts Großartiges passieren. Dann laufen wir lang. Lieber durchlaufen. So, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite schon wieder. Sind hier gelandet, da ist eine Toilette. Laufen wir hier vorbei. Zahnarztsteppe, ja, ganz cool. Man muss halt 4 Diäten gleichzeitig machen, sonst wird man doch nicht satt. Ja, eben. Außerdem klingt das viel cooler, wenn man sagt, ja, hab schon 4 Diäten oder macht 4 Diäten gleichzeitig. Ich meine, hallo? Da kann er schon von sich behaupten. Nö! Wir gehen einfach hier weiter nach oben. Ich glaube, das ist sogar der Weg, wo ich. Da wollte ich eigentlich nicht hin, nein. Oh, er hat ein halbes Schwein rein, wie ich. Ja, ich liebe das. Ah ja, genau, hier ist Leomon. Ich habe schon von euch gehört. Komm doch mit, wenn du schon von der Stadt weißt.
Wir machen mir auch über die Insel Gedanken. Ich suche etwas Bestimmtes. Was suchst du denn? Etwas, das meine Vorfahren hinterlassen haben, aber ich weiß nicht genau was. Ich suche es und sage dir Bescheid, wenn ich es finde. Ich habe mich schon so lange damit beschäftigt, es wird schwer zu finden sein. Aber wenn du es entdeckst, komme ich mit in eure Stadt. Versprochen. Ja. Und wisst ihr, was Leon macht? Leomann macht? Soll ich spoilern? Er macht einfach nichts. Er macht verdammt nochmal nichts. Ja, so, jetzt habe ich es gesagt. Ich bin enttäuscht von Leomann. Hier mal kurz speichern. Das ist nämlich genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich hätte natürlich mich auch direkt hinporten können, aber warum? So, jetzt ist es... Wir haben ein kleines Problem. Es ist nämlich tags und wir müssen hier warten, bis es... Oh, ein Digipilz. Wir nehmen einfach mit. Ah! Egal, haben wir den um. Oh, egal, haben wir beide um. Wir sind ja super stark. Super stark. Super stark. Das sind wir. Super stark. Oh. Eine kleine Halbe ist. Oh, da haben wir umgehauen. Spuck ihn an. Ja, genau. Boots. Gib ihm. Oh, 208 nur. Eben hast du mehr Schaden gemacht, mein Freund. Aber egal. Das ist sehr, sehr geil. Ist auch noch ein Spiel, das ich spielen werde. Chrono Trigger. Habe ich leider noch nicht gespielt. Finn wiederum ja. Ich weiß nicht, ob er es durchgespielt hat. Ist länger her schon. Weiß ich gerade. Ich glaube schon. Doch, hast du nur nicht mehr an viel erinnern. Achso, ja, aber ich wollte sagen, du hast es auf jeden Fall mal angefangen. Cool. Aber eine die Disc haben wir uns hier haben wir uns wirklich redlich verdient. Bitte. Du hast Hunger. Iss. Du wiegst so wenig. Wir müssen dir voll füttern. So, 25 ist in Ordnung. Nein, jetzt reißt aber langsam mit den Kämpfen. So, Leute, das Ding ist nämlich, genau hier wollte ich hin. Wir müssen jetzt hier warten, tatsächlich, bis es abends wird. Das heißt, wir haben Zeit. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch nebenbei machen kann. Wenn ich jetzt aber hier ins Menü gehe, geht die Zeit nicht um, richtig? Ja, richtig. Dementsprechend werde ich jetzt einen kleinen Schluck zu mir nehmen. Auf einmal noch ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Wir warten jetzt hier im Gecko-Sumpf auf ein bestimmtes Sigmund. Genau. Weil wenn wir das nämlich besiegen, kommen wir in eine bestimmte Ebene, sag ich mal. Kommen wir in ein bestimmtes Tal. Tal, Stadt, Gebiet. Sagen wir Gebiet. Das trifft das ja immer. Kommen in ein Gebiet, da muss ich unbedingt mal hin, weil dort gibt es nämlich eine, die Superangel. Ich habe ja zur Zeit nur die normale Angel, habe ich ja bei der Sugarmon gefunden, ja. Superangel. Da kriegen wir eine klasse Angel, so eine richtig, Angel. Er muss kaken. Bitte tu das. Das hat Hunger. 24. Ja, und wenn wir die Superangel haben, können wir nämlich wiederum in ein anderes Gebiet. Das ist etwas interessanter meiner Meinung nach. Das ist, glaube ich, sogar das letzte Gebiet, das man überhaupt insgesamt finden sollte. Glaube ich. Auf jeden Fall kann man da zwei Digimon mit in die Stadt bringen. Ganz, ganz einfach. Und diese beiden Digimon verbessern das Training. Also ich muss sie einfach nur mit in die Stadt bringen und schon verbessern sie das Training. Das heißt, die Trainingsergebnisse, sage ich mal. Ich speichere mal kurz ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon soweit ist. Nein. Ah, hier. Genau das hier meine ich. Spatzenhirn. Warmdusche. Dumpfbacke. Volltrottel. Einfallspinsel. Doofdigi. Was habt ihr gesagt? Okay, macht mich das wütend. Oh, mach mir das wütend, ich werde sie ignorieren. Ja, ja, jetzt haben wir das Ding mal einfach auf die Schnauze. Ist aber zum Glück schwach, also.
So. Finish. So, jetzt haben wir die besiegt. Sowas Unfreundliches. Okay, bis dann. Ja, Moment, was gibt's? So, und jetzt haben wir ein kleines Problem, mehr oder weniger. Mein Herr ruft mich. Mein Herr ruft mich, komm mit. Grip. Das soll so viel heißen, mein Herr ruft dich, komm mit. Eigentlich, glaube ich jedenfalls. Würde jedenfalls für mich jetzt mehr Sinn machen. Dre und Ena, stimmt's? Danke, dass ihr zur Riesenvilla kommt. Was wir mit Otamamon getan haben, tut mir sehr leid. Ach, schon, ist schon gut. Hä? Wait. Ich bin dir dankbar. Du sollst zur Rettung der Insel schwer geschuftet haben. Du hast davon gehört. Ja, und ich möchte dir helfen. Warst du schon mal im Schleierwald, gleich nördlich von hier? Ja, war ich. Dort liegt dichter Nebel. Man findet sich nur schwer zurecht. Besuch Cherrimon, den Herrn des Waldes. Cherrimon? Von diesem Dämon habe ich noch nie gehört. Cherrimon sorgt für den Nebel im Schlafwald. Er hat den Nebel zum Schutz des Waldes erschaffen. Aber für uns ist das schlecht. Cherrimon weiß bestimmt etwas über die Ursache der Probleme unserer Insel. Es lohnt sich, ihn zu besuchen, trotz des Nebels. Vielleicht können wir etwas gegen den Nebel tun. Das könnte höchstens Cherrimon, aber es führt einen Weg hindurch. Ich verzauber dich. Was passiert jetzt? So wirst du den Weg sogar im dichten Nebel erkennen. Das ist ja genial. Fein, dann fange ich mal an. Ausgezeichnet. Und jetzt auf so einem Schleierwald. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall können wir jetzt auch weiterkommen. Zurück. Shogun sammelt seltene Gegenstände. Früher hat das Gegenstände gesammelt. Jetzt hat es sich auf Demo-Karten spezialisiert. Für eine seltene Karte gibt Shogun dir Bonuspunkte. Du kannst Bonuspunkte sammeln und für Gegenstände eintauschen. Ja, das sind diesmal keine Wiederpunkte oder sowas. Nein, das sind wirklich Bonuspunkte. Gesundheit, Fan. Verzeihung, ich möchte ihn nicht starten. Oh. Gern, aber was ist passiert? Ich möchte in der Arena kämpfen. Wir vom Stamm der Gekomon werden immer als rückständig belächelt. Aber wir Landeier haben auch unseren Stolz. Grumm. Ich kann dich verstehen. Viel Glück für alles. Gekomon zieht zur Arena. Ja. Machen wir wieder einen dazu bekommen. Wie ist es mit Bonuspunkten? Was wirst du tun? Eine Digimon-Karte vorzeigen, Bonuspunkte verwenden. So, jetzt kann man mal sehen. Die Bonuspunkte kann man eintauschen eben in Superheldes, Aloidisk, Kraftschip, Abwehrschip, Eco-Ship, Temposchip, Lebensschip, MP-Ship, Bunthorn. Das sind halt so diese Items, womit man gewisse Digimon bekommen kann. Eisrisse hatte ich schon mal. Ich glaube, dadurch kriegt man Seedramon. Und hier ist die Wunderroute. Und das hier sind eben diese Items, womit man bestimmte Digimon bekommen kann. Ich weiß nicht, was Aloidisk ist. Aber ja, Bonuspunkte verwenden. Was möchtest du tun? Nein, Quatsch. Eine Digimon-Karte vorzeigen. So, nun kann ich hier, Phoenixmon habe ich ja, abgeben. Mega Cedarmon habe ich auch 3 Stück von hergeben. Ich weiß gar nicht, wie viele ich davon habe, aber Shogo Gekomon habe ich jetzt auch ein paar. Das hier sind halt die einzigen, die wirklich, so viel bringen. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel ich von denen hier noch habe. 6 Stück insgesamt. Wie viel wiegt man Digimon weg? Verdammt! 24, okay, das ist in Ordnung. So, und dann sprechen wir das nochmal an. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, eine haben wir noch da, aber das ist jetzt auch egal. Was bringt die hier so? Ein seltener Anblick. Der ist gut und gerne 30 Punkte wert. Boah, brauche ich aber nicht. Bonuspunkte verwenden. Ja, bitte. Was müssen wir tun? Wir haben uns hier Wunderroute. Jupp. Und dann Bonuspunkte verwenden. Ich würde sagen, wir holen uns einfach mal das Bunthorn. Ich glaube, das Bunthorn klingt gut. Finn, du darfst entscheiden. Welche Items hole ich mir? Von Bunthorn, Wasser, Flasche, Rotmuschel, Schuppe oder Eiskristall? Wirst du das auch gleich nochmal lesen können? Oh. Ja, ich warte, bis ich lese. Also 2 Items darfst du davon aussuchen. 3? 2. Dö. Schuppe und Bunthorn. Schuppe und Bunthorn? Oder Rotmuschel? Nee, Schuppe und Bunt. Okay. Ja, so. Tschüss.
Ich entferne jetzt die Wunderroute aus deinem Inventar. Sie ist ein Spezialgegenstand. So, wir konnten jetzt hier sehen, jetzt hat sich meine Route quasi verändert. Das Ding ist, wenn ich erstmal hier die Route kaufe und dann die normale Route erst einsammle, dann bekomme ich traurigerweise, angel ich dann mit der normalen Route. Ziemlich dämlich, meiner Meinung nach, aber ja. Ist leider so. Ich glaube, hier kann man gar nicht sonst nichts mehr machen, ne? Ja, und das mehr wollte ich auch schon gar nicht mehr machen. Erstmal, oh ja, kann man erstmal gucken. Digimon digitiert zu Coelamon. Zu Erdramon. Erdramon ist cool, Bunthorn. Aber Schuppe, ja. Okay. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Autopilot nehmen. Wir gehen mich jetzt in die Stadt. Werden dort. Ja, bitte. Supermöhre brauchen. Doch, nee, so Quatsch. Supermöhre nehmen wir wieder mit. Aber wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Die Medizin brauchen wir nicht. Wir brauchen. Glückspilz brauchen wir noch nicht. Bunthorn und die Schuppe brauchen wir auch nicht. So. Nun können wir meiner Meinung nach hier noch Fleisch holen. Heute geht's dir gut. Ich schenke dir 5 Portionen Fleisch. Filet. Cool, 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 cool. Das haben wir auch gebraucht, denn unser Warmon ist ziemlich schwach auf den Rippen. Aber wo? Schon will das essen. Kann er gern machen. Okay, das macht nichts. Aber er wiegt das wieder 32. Das ist sehr, sehr gut. Hat 32 gewogen, wiegt jetzt nur 28, nachdem es geschlafen hat. 4 Kilo abnehmen, durchschlafen. Ja, wer träumt davon nicht? Ja, das ist die Arena. Der Greymon aufgemacht. Da kann man jetzt auch, dort in diese Curlbahn, da hat man jetzt. Greymon ist da. Und Gekkomon ist auch ab und zu, pömmelt er hier rum. Ja. Unsere Stadt ist schon wirklich, nicht schlecht geworden. Ich würde sagen, was machen wir denn jetzt? Ach ja, genau. Das Problem ist, ja, wir dürfen jetzt erstmal wieder noch einen halben Tag warten. Den verbringen wir aber mit Trainieren, würde ich sagen. Zumindest halbwegs trainieren. Nehmen wir noch ein bisschen Angriff dazu. Warum nicht? 7. Oh, er hat wieder Hunger. Sehr, sehr gut. Und kacken muss auch. Durchschlafen, dann würde ich ja total dünn sein. Dry Spray. Es gibt so viele Leute hier, die fressen ununterbrochen und sind trotzdem so dünn. Find ich natürlich klasse für die. Aber hätte ich auch gern. Wieder 28. Dreh, alles klar. Ja, natürlich, Freak. Dankeschön. Danke, danke. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. So, ja, ich musste mal wieder ein bisschen Gewicht raufbringen. Wie gesagt, wir müssen jetzt leider warten, einen halben Tag sozusagen, bis wir weitergehen können. Dann gibt es nämlich eine geile Angelsession. Ja, das haben wir... Oh. Lieber Angeln. Angeln ist cool. Ich habe leider noch nie wirklich geangelt. Ich wollte immer mal angeln mit meinem Vater. Irgendwann werde ich... Du musst zu mir, ich bin Kreisangler. Ja, ich weiß. Irgendwann mache ich das nochmal. Da kaufe ich 2 Angeln. Und... Bitte, zwei Routen. Zwei Routen. Es tut mir leid, danke schön, Finn. Wenn ich etwas falsch sage, sag es mir bitte. Dann werde ich mir 2 Routen holen und dann mit meinem Vater angeln gehen. Was ist mit mir? Du bist danach dran. Erstmal möchte ich es mit meinem Vater machen. Das wollte ich schon, als ich ein kleiner Junge war, immer. Mein Name, bitte. Ich bin noch völlig daneben. Schlaf gut, schlaf gut. Ja, oder du kommst mit. Das ist mir ja Penis. Oh, ihr seid auch hier? Was macht ihr denn hier? Ich wollte jetzt angeln. Ich hab zufällig mal so meinen Ruder dabei. Und ihr auch. Ja, und 3 Bier. Ja, muss. Oh, ich hab sogar zufälligweise 3 dabei. Venlo? Was ist das denn? Komisch. Was ist Venlo? Ja, ich stehe zu meinem fetten Körper. Also, ich bin jetzt nicht total fett. Ich bin auch halt so ein Mops. Ich hol schnell meine Pizza. Ich bin nicht total fett. Ich bin halt so ein Mops. Ich hol mal eben meine Pizza. Das passt ja gerade sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, ich bin jetzt auch nicht fett oder sowas, aber ich bin auch nicht, auf jeden Fall nicht schlank oder normal gebaut. Ich bin halt ein bisschen dicker.
Ein kleiner Digger, Benny. Digger, yo. Du bist ein Digger. Ein Digger. Dämlicher Faggots. Egal. Dämlicher Faggots. Captain Jenny war noch nicht da, ne? Doch, war sie vorhin. Ne, war sie nicht. Doch. Doch, war sie. Da war sie da. Aber vor, auf einmal war sie weg. Und dann kam Captain Benny. Und dann kam Benny. Pilot Benny. Sie ist, oh, One Hot. One Hot, ne? One Shot. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bonus. Oh, mein Name. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen. Wird, glaube ich, ganz cool. Ja, das tatsächlich ist das hier. Sehr, sehr gut. Digimon muss wieder was essen. Bitte. Ein Stadt in Holland. Grenznah. Ah. Sind nur 20 Minuten mit dem Auto. Ach so, ja. Weil Holland ja so eine schöne Stadt ist, ne? Stadt. Wow. Aua, Dreh. Holland ist eine Stadt. Ah, Holland ist eine, ja, Holland ist eine Stadt. Geografie gleich null. Nein, ja, ich weiß natürlich, dass Holland ein Land ist. Weil Holland so ein schönes Land ist, wollte ich natürlich sagen. Weil, ja, es ist halt so hübsch da und genau das, aus dem Grund fahren da so oft so viele Leute hin. Verdammte Mann. Wie er läuft. Ja, wir müssen ganz kurz warten hier. So, nun müssen wir einmal kurz rausgehen. Wegen dem billigen Kaffee natürlich. Im Coffeeshops kriegt man so billig Kaffee. Da gehen ganz viele Leute hin und schmuggeln dann illegal Kaffee nach Deutschland. So, wie man jetzt hoffentlich bald sehen kann. Hoffst du laufen. Da hinten müsste eigentlich so ein großer, riesiger Schatten sein. Ah. Oh. Also da hätten bei den beiden Stangen, müsste man das eigentlich sehen. Aber wie es aussieht. So wieder da. Hey, Dry Spray. Nee, das ist wohl gerade nicht da. Warten wir noch einmal ganz kurz. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft schlafen, oder? Nee, tut mir leid, Inna, das geht nicht. Wir müssen jetzt hier gleich angeln. Weiß eigentlich, dass das geht nicht anders. Ja. Will nicht schlafen. Ja, Inna will nicht schlafen. Ist immer so ein kleiner Faggot. Inna soll die Schnauze halten. Ja, sofort die Schnauze. Sag ich auch so. Da hätten, jetzt sieht man das. Da hätten, das super lange Scheißding da hätten. Ja. Ich werde jetzt ich glaube, ich muss sogar ein Filet nehmen. Ich werde einmal abspeichern, denn das kann nämlich nachher ziemlich werden. Bitte schauen, wie gut die Grafik angeführt die. Ja, finde ich auch. Also dafür, dass es nur eine PlayStation 1 ist. Ist das echt nicht? Ist es echt nicht schlecht. So, jetzt angeln wir. Angeln, wie ihr wisst, ist eine Zeitarbeit. Natürlich ist es auf einer gewissen Art und Weise Kunst. Die Routen mit dem Haken, in Verbindung mit dem Haken, mit dem richtigen Futter, ist so eine Sache. Sollte man... Ah, okay. Sollte man, ja, das ist nicht leicht, auf jeden Fall. So, und vor allem braucht man da viel Zeit. Man braucht wirklich viel, viel Zeit. Bis dann da irgendwann mal was kommt. Tja. Wir müssen jetzt leider warten. Es kann sein, dass es jetzt noch bis zum Ende der Folge dauert. Tja, und wenn es bis zum Ende der Folge dauert, dann werde ich so lange jetzt das Offscreen machen, bis es wie am Haken ist und dann, ja. Ah, perfekt. Verdammt. Wenn wir ihn mal abspeichern. Also ja, ich finde Grafik für ein PlayStation 1 Spiel, das finde ich auch echt nicht schlecht. Was sie da so mitunter rausgeholt haben.
Sieht aus, so, so, so ein Teil, wenn ich jetzt mir unten rechts die Blumen angucke, das sieht echt aus wie so ein PlayStation 2 Spiel. Zu früh. Aber es. Perfekt. Okay, wir haben sogar jetzt geschafft. Jetzt geht es richtig los. Man muss jetzt dafür sorgen, dass oben links haben wir so eine Anzeige, diese Fischanzeige. So, die bewegt sich von alleine jetzt zur Zeit. Wenn die aber, so, ich sag mal, in Richtung blau geht, dann muss man da mal ein bisschen dran ziehen. So, jetzt sieht man das in Richtung blau, jetzt kann ich so ein bisschen dran ziehen, indem ich auf X drücke. Es darf aber weder komplett blau werden, noch darf die, ich sag mal, komplett rot werden, so wie jetzt gerade. Das war schon ziemlich knapp. Ja, das kann jetzt wirklich, ich sag mal, etwas länger dauern. Aber, ja nun, wir haben ja Zeit, ne? Warmer will immer noch schlafen, unser kleiner Ene. Junge. Das war knapp. So, nun komm aber jetzt mal her da. Nee. Nee, Arma 3 zocke ich gar nicht. Weil ich Arma 3 auch nicht habe, deswegen zocke ich es nicht. Einfach mal wieder ziehen. Warten, bis es ein bisschen blauer wird. Komm wieder ziehen, komm wieder ziehen. Komm her, du Vieh. Wir haben es gleich. Das ist wie Angel bei Twilight Princess. So, wir haben es. Was ist es? Ja, es ist Hydramon. Level Champion. Attacke Wasserstrahl. Was zum? Oh nein, der Hüter des Sees. Tja, ich bin Hydramon. Ich bin das Frühgeber. Du bist also der eifrige Angler. Nun denn, hast du eine Bitte? Wie? Ich begreife, warum man die, dich Hüter nennt. Joa, ich habe eine Bitte. Ich möchte dein Freund sein. Bring mir eine Technik bei. Ich suche einen Gegenstand. Wenn ich sage, ich suche einen Gegenstand, kriege ich den Gegenstand, womit ich zu Hydramon werden kann. Bring mir eine Technik bei. Dann kriege ich wirklich eine Technik beigebracht. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte dein Freund sein. Ist gut, gern. Wir sind es Freunde. Hier ist meine Flöte als Beweis. Hüte des Sees, Flöte vom Hüte des Sees erhalten. Wenn du beim See auf der Flöte spielst, komme ich und trage dich ans andere Ufer. Dann komme ich also rüber. Toll, danke dir. Hinter dem See liegt ein seltsamer Wald. Möchtest du gleich dorthin? Ja, lass mich mal gucken, ne? Spring auf meinen Rücken. Yeah, yeah. Der Wal auf dem Rücken einer Seeschlange. Natürlich. Das ist logisch. Ja, und das ist aber im Käferwald. Der Käferwald ist tatsächlich ziemlich lustig, denn wir müssen jetzt erstmal schlafen gehen, ansonsten bringt er mich um. Das Ding hier ist, wie soll ich sagen? Hier kann man nicht wirklich viel machen, das ist auch nicht ein großes Gebiet oder so. Ich hatte immer früher Angst, irgendwo hinzulaufen, weil wenn ich irgendwo hingegangen bin und dann angegriffen wurde, oh mein Gott, dann musste ich kämpfen und das habe ich damals nicht geschafft, weil damals hatte ich auch keine Heal-Pots dabei. So, ja, hier gibt es Kampfturniere, das heißt, du kannst Käfer-Digimon mit Käfer-Digimon kannst du hier anfangen zu kämpfen.
ziemlich cool, meiner Meinung nach. Ja, jetzt kann man hier Digimon. Das Turnier des der Insektenkrieger findet jedes Jahr hier statt, und zwar an den Tagen mit zwei Zweiern. Der Sieger erhält was Tolles. Es könnte aber nur Insekten-Digimon teilnehmen. Da wären Kaputerimon, Kovagamon, Kunemon und ein weiteres Insekten-Digimon. Herkules Kaputerimon. Herkules Kaputerimon ist extrem kräftig. Der Sieger kann zu Herkules Kaputerimon werden und bekommt Gegenstände. Du kannst öfter am Turnier für Insektenkrieger teilnehmen. Ja, damit wurden wir quasi schon gespoilert. Man kann hierzu Herkules Kaputerimon werden, wenn man, oder kriegt man hier ein Item, womit man sich da das digitieren kann. Und das ist ein Mega-Digimon. Ich langweile mich beim Training. Was redest du mir? Was ich dir rate? Wo trainierst du denn? Es ist ein Trainingslager. Ich habe das Training satt. Ich möchte richtig kämpfen. Was ich dir rate? Wo trainierst du denn so? Oder ist es eine Arena? Da will ich hin. Dort werde ich auch trainieren. Kaputerimon zieht in die Stadt. Ja, hätte ich machen können. Hätte ich machen können, aber, wollte ich noch nicht. Wollte ich noch nicht. Wir erforschen Techniken, die höhere Techniken sind schwer zu erlernen. Mit dem richtigen Talent könntest du die höheren Techniken erlernen. Probierst du es? Natürlich, gerne. Dann versuche ich es mal. Deine Abwehr ist schwach, du solltest mehr trainieren. Cool. Das ist ein Tipp, den wir... Deine Abwehr ist kacke. Trainier mehr. So, jetzt gehen wir nochmal ganz fix hier rüber. Und die sind Kovagamons. Wir werden hart trainieren, aber Pausen müssen sein. Eine Stunde ausruhen? Keine Pause machen. Ja, wie kann man denn ausruhen? Warst du nicht bei den Turnieren für Insekten-Digimon? In diesem Zustand kommst du nicht weiter. Ich bring dir etwas Nützliches bei. Weißt du, wo Kunemon schlafen? Im Heimatwald. Dort schlafen ihre Kinder. Beim Aufwachen werden sie meist zu Kunemon. Aber nicht immer. Das ist Glückssache. Ja. So, wenn man das jetzt mal so betrachtet, quasi. Wenn ich jetzt ein Rookie-Digimon habe und dahin gehe und dann schlafen gehe, kriege ich höchstwahrscheinlich ein Kunemon. Ziemlich cool. Ich möchte Kaputerimon besiegen, aber wie? Du musst kräftiger werden. Es gibt eine ganz sichere Methode über weiter. Na gut, ich werde trainieren. Über weiter. Du bist aber nicht nett, ich bin von dir enttäuscht. Ist wieder eine ganz sichere Sache. Toll, dann trainiere ich dich. Komm einfach in die Stadt. Du bist aber nett. Ich ziehe in die Stadt. Tja. Was haben wir? 200 Digimon in die Stadt gebracht. Ich glaube, Champion Digimon bringt tatsächlich immer 2 Punkte. Er muss kacken, aber da wir sowieso hier nichts mehr zu tun haben. Denn wir haben nun mal wir haben kein Käfer-Digimon. Dementsprechend, hey! Ist das Scheißding jetzt? Denn wir haben kein Käfer-Digimon, dementsprechend, kann man da am Turnier leider nicht teilnehmen. Ja, so ist das leider. Nein! Upsala. SV34 ist in Ordnung vom Gewicht her. So, jetzt haben wir hier Angemon drin. Schön, dich zu sehen, Dre. Ich führe Gigi's Aufzeichnung. Ich sammle Gigi's Hinweise. Du kannst sie bei dir abrufen. Wenn du mal nicht weiter weißt, frag mich einfach. Ich verrate dir, wo du hingehen sollst. Kovagamon hat mich nach Kaputerimon gefragt, wo es hingegangen ist. Die Stadt gedeiht. Ihr Wohlstand reicht 36. Sie entwickelt sich gut. Tja, jetzt haben wir schon 36. Das ist doch echt nicht schlecht. Leider muss ich jetzt auch hier schon wieder den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Digimon World. Tüdelü.